Well, there have been several estimates because, you know, the people, labor moves in and out, but there could be up over 100,000 to 150,000 people. Es gibt verschiedene Schätzungen, die besagen, dass bis zu 100,000 Menschen in Delhi Müll verschiedenster Art recyceln. Da gehören Händler dazu und Müllsammler. Die Zahlen steigen und fallen, je nachdem, welcher Müll anfällt. Es gibt ganz unterschiedliche Aktivitäten. Vor 8 Jahren gründete Ravi Agarwal die Umweltorganisation Toxic Links. Früher benutzten die Leute ihren Computer 5 bis 7 Jahre, heute nur noch 3 bis 5 Jahre. Auch Mobiltelefone werden jetzt schneller gewechselt. Noch sieht man wenig Handys auf dem Markt, aber sie werden sehr bald in Massen als Elektroschrott auftauchen. Mit Fotos und Infomaterial versucht die Organisation, Menschen in Delhi über die Gefahren des Elektroschrottrecyclings aufzuklären. Es gibt Cadmium, Quecksilber, Arsen und bromierte Flammschutzmittel, die krebserregend sind. Und wenn man die Kabel verbrennt, dann entsteht hochgiftiges Dioxin. Elektroschrott enthält einerseits wertvolle Rohstoffe, aber andererseits auch einige der giftigsten Stoffe, die es gibt. Mit unserer Übersetzerin machen wir uns auf den Weg nach Mandoli, eine Autostunde außerhalb des Zentrums. Wir wollen mit eigenen Augen sehen, wie Elektroschrottrecycling hier in den Außenbezirken von Delhi funktioniert. In einem kleinen Recyclingbetrieb fragen wir nach alten Handys. Wir bekommen hier Mobiltelefone rein, Radios, Fernseher, Computer, Ventilatoren und Kühlschränke. Kommt das hier schon sortiert an? Nein, es kommt alles zusammen an. Wir sortieren und waschen es und geben es dann weiter an die spezialisierten Schrotthändler. Alles wird wiederverwendet und recycelt. Eigentlich eine gute Sache. Aber nicht, wenn es um Elektroschrott geht. Wie hier in einer Kupferschmelze. Ein paar Straßen weiter. Der Rauch sticht brennend in der Nase. Ein giftiger Gestank liegt in der Luft. Temperaturen weit über 40 Grad. In den Feuern schmelzen die Überreste von Elektrokabeln. Beim Verbrennen der Plastikummantelung werden hochgiftige Dioxine und andere Gifte frei. Eine Mischung, die höchst krebserregend ist. Da ist Kupfer drin. Und das holen wir raus und reinigen es. 240 Kilo Kupferplatten produzieren sie pro Tag. Ein Geschäft, das sich lohnt. 70 bis 80% Kupfer sind in der Platte drin. 10 bis 12% Blei und Zink und etwa 1% Eisen. Stolz hält uns Suresh Gupta sein Produkt entgegen. Auf dem Metallmarkt in Delhi bekommt er dafür einen guten Preis. Wie gefährlich die Arbeit hier ist, wissen er und seine Leute nicht. Bedrückt machen wir uns auf den Weg und sind froh, dem giftigen Rauch zu entkommen. Ganz am Rand von Mandoli fallen uns rauchende Kamine auf. Per Handy geben uns die Mitarbeiter von Toxic Links Anweisungen, wohin wir gehen sollen. Durch Zufall treffen wir Bawar Singh, einen Lokalpolitiker. Die Leute hier haben große Angst, aber keine Sorge, ich bin ja da. Dank ihm dürfen wir einen Blick hinter die hohen Mauern werfen. Die Arbeiter haben Angst um ihre Existenz, denn was sie hier tun, ist offiziell verboten. In einer Säure sind Computerleiterplatten eingeweicht. Es riecht unerträglich. Naresh Kumar zeigt uns, wie das Kupfer mithilfe der Säure herausgelöst wird.
Wir lassen es 24 Stunden da drin. Dann hat sich alles abgelöst und ist ganz sauber. Circa 50% des Elektroschrotts in Delhi stammen laut einer Studie von ToxicLinks aus illegalen Importen der Industrieländer, auch aus Deutschland. Was passiert, wenn sie in die Säure kommen? Kein Problem, wir haben Schutzhandschuhe. Auch wenn es in die Augen geht, ist das kein Problem. Tut's nicht weh? Man hat nur 4 oder 5 Stunden Schmerzen, dann ist es okay. Gegen diese Säure hilft nur Muttermilch, egal von welcher Frau. Kein anderes Medikament hilft sonst. Die Säure ist das Wenigste. Blei, Beryllium und giftige Flammschutzmittel aus den Computern machen diese Arbeit so gefährlich. Umweltfreundliche Geräte sind teurer in der Herstellung. Noch gibt es keine international verbindlichen Gesetze, die Hersteller zu schadstofffreien Geräten verpflichten. Was haben Sie mit Ihren Fingern gemacht? Ich habe meine Finger umwickelt, weil da Säure reingekommen ist und das tut weh. Das ist einfach eine Schutzmaßnahme, damit es nicht noch mehr schmerzt. 50 Rupien, 80 Cent pro Tag bekommen die Arbeiterinnen. Wir sortieren nach Platinen, wo noch Kupfer drin ist. Die werden dann angezündet und dann holen wir aus diesen Platinen das restliche Kupfer raus. Naresh Kumar zeigt uns die angebrannten Platinen. Durch die Hitze springen die Schichten auseinander, sodass auch der letzte Rest Kupfer noch herausgeholt werden kann. Auch hier entsteht jede Menge Dioxin. Nebenan waschen Frauen das Kupfer aus und reinigen es. €16 Gewinn lassen sich mit den recycelten Rohstoffen eines einzigen Computers machen. Sie holen das Kupfer raus, reinigen es und dann wird es auf dem Metallmarkt in Delhi verkauft. Es wird langsam Abend. Den schlimmsten Ort dieser Straße zeigt uns Naresh Kumar erst ganz am Ende unseres Besuchs. Hier werden alte Batterien verbrannt. Heraus kommt pures Blei. Der Rauch ist hochgiftig. Laut Studien indischer Umweltorganisationen haben mehr als die Hälfte aller Kinder in Delhi stark erhöhte Bleiwerte im Blut. So hoch, dass ihre normale Intelligenzentwicklung bedroht ist. Barren aus Blei. Bezahlt mit der Gesundheit von Kindern und Erwachsenen. Wir verabschieden uns. Hier in Delhi ist uns klar geworden, dass die Produzenten von Computern und Handys keine Verantwortung für das sachgemäße Recycling übernehmen müssen, ist ein Skandal. Am nächsten Tag sind wir noch einmal bei der Umweltorganisation ToxicLinks und zeigen Ravi Agarwal unser Filmmaterial. Die Bilder aus den Hinterhöfen in Mandoli sind für ihn Ansporn, für schärfere Gesetze zu kämpfen. I think it's a disconnected world. It's a world which Wir leben in einer Welt, in der verschiedene Realitäten aufeinanderprallen. Auf der einen Seite gibt es da die Hightech-Welt und auf der anderen Seite haben sich die Lebensbedingungen für viele Menschen in keinster Weise verbessert. Manchen geht es wirtschaftlich immer besser, aber mit unserer sozialen Gerechtigkeit ist etwas nicht in Ordnung. Wir haben noch viel zu tun. Der Rauch aus den Recyclinghöfen sieht aus der Ferne fast romantisch aus. Für die Menschen hier ist er giftige Realität.